Medizin und Gesundheit. Mit Universitätsprofessor Dr. Manfred Götz. Einen angenehmen Nachmittag, meine Damen und Herren. Unser heutiges Thema: Ein Virus spaltet Österreich. Wer kennt sich da überhaupt noch aus? Erstens, seitdem die Corona-Infektionszahlen seit einigen Wochen wieder ansteigen, scheint ein völliges Informationschaos ausgebrochen zu sein. Es gibt kaum mehr gesicherte Standpunkte und Fakten. Und zweitens, viele Anruferinnen und E-Mail-Schreiber wünschen sich von Ö1, dass die aktuellen Informationen von mehreren Standpunkten aus diskutiert werden sollen. Das ist also die bis vor einem halben Jahr in der Wissenschaft immer üblichen Pro- und Kontra-Gespräche geben soll. Viele trauen einfach den über die Regierungen an die Medien transportierten Informationen nicht mehr. Wir wollen dazu unser Bestes heute geben. Denn entgegen den allgemeinen Meldungen gibt es sehr viel Positives zu berichten. Es kommen heute zwei kritische Experten dazu zu Wort. Wir werden Sie in der ersten Hälfte unserer Sendung kurz und prägnant über die aktuellen Fakten informieren. Und zu diesem Thema darf ich Ihnen meine Gäste vorstellen. Im Landesstudio Oberösterreich darf ich begrüßen Frau Primaria, Universitätsprofessorin Dr. Petra Abfalter. Frau Professor Abfalter ist Leiterin des Institutes für Hygiene, Mikrobiologie und Tropenmedizin des Ordensklinikums Elisabethinen in Linz. Und sie ist die Leiterin des Nationalen Referenzzentrums für antimikrobielle Resistenzen im Auftrag des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Also sie weiß wirklich alles über Schutzmaßnahmen und Tests. Und im Landesstudio Steiermark darf ich begrüßen Herrn Dr. Martin Sprenger. Herr Dr. Sprenger ist Arzt, Autor und Gesundheitswissenschaftler. Er war zunächst im Expertenteam des Gesundheitsministeriums, hat dieses aber Ende März verlassen und war einer der ersten Kritiker der Maßnahmen der Regierung. Bei uns hier war er mehrfach bereits zu Gast. Ihnen beiden herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Expertise. Und ich darf vielleicht gleich die erste Frage an Sie beide stellen. Warum läuft denn diese aktuelle Debatte unter den Experten so emotionell? Vielleicht, Frau Professorin Abfalter, Frau Abfalter, was meinen Sie? Ist das normal? Ist das emotionell zu erwarten gewesen? Ja, erstens einmal schönen guten Nachmittag. Ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Einladung. Unter den Fachleuten, die vor allen Dingen Patienten betreuen, denke ich, dass die Diskussion gar nicht so auseinanderläuft. Nur das, was wir in den Medien mitbekommen, das sind natürlich eigentlich sehr ausgewählte und sehr spezielle Meinungen aus sehr auch theoretischen Fachgebieten, also allem voran natürlich die Virologie. Und hier hat man schon natürlich den Eindruck, auch wenn man andere Länder sieht, dass es da eine sehr sich nicht festlegen wollende und immer auf der maximalen Eskalationsstufe seiende Community gibt. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die die Patienten, die weniger kranken oder die sehr kranken Patienten auch tatsächlich betreuen, die ein Krankenhaus managen, die eine Krankenhaushygiene organisieren müssen, die sehen die ganze Situation nach dem anfänglichen Schreck im Frühling eigentlich durchweg sehr gelassen. Das sind einfach Profis, mit solchen Situationen umzugehen. Und in den letzten ja, 6 Monaten hat man ja sehr, sehr viel gelernt. Ja. Die Community ist sehr klein in Österreich, wir kennen uns gut, also so diskrepant ist das eigentlich gar nicht. Ja. Herr Sprenger, was meinen Sie zu diesem Thema? Ja, ich sage auch einmal danke für die Einladung. Also ich sehe ja die Medien, ja, irgendwie die Medien, die brauchen Emotionen, die werden auch zum Teil gezielt geschürt. Aber auch die Politik hat irgendwie eine Kommunikationsmaschinerie aufgebaut, die rund um die Uhr dafür sorgt, dass auch Emotionen gezielt gestreut werden. Also jeder hat so seine eigene Geschichte. Also überhaupt, ich glaube, in einer modernen Gesellschaft übersehen wir oft, dass die Steuerung von Emotionen und Stimmungen inzwischen ein hochprofessionelles Unternehmen geworden ist und dahinter wirklich auch eine Strategie stecken kann. Ja. Nun, wir kriegen ja jetzt jeden Tag in den Medien, in den gedruckten Medien, in den visuellen Medien, kriegen wir neue Fallzahlen präsentiert. Und ich glaube, dass viele Leute das nicht so wirklich
einordnen, verstehen können. Ist diese Art der Präsentation, ist die korrekt, ist die sinnvoll, ist das auch verständlich? Soll man das in Relation zu Einwohnern etwa oder zu Testen machen? Und gibt es Bezugszahlen, Bezugsgrößen, auf die sich diese Zahlen beziehen sollten? Wie sehen Sie das beide? Vielleicht wieder die Frau Abfalter, wenn Sie so lieb sind. Die Art des Aufsummierens von positiven Testergebnissen, die wir ja auf Flipcharts in den Medien jeden Tag sehen und in den Zeitungen, und jede Zeitung hat eine eigene Darstellung hierfür, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht hilfreich, außer dass man sieht, dass hier irgendwelche Kurven ansteigen und damit wieder die Emotion geschürt wird. Diese unreflektiert aufsummierten positiven Testergebnisse, die sich auch über das halbe Jahr sehr verändert haben, je nachdem, wen man getestet hat, wie man getestet hat, wie diese Zahlen eingemeldet worden sind ins elektronische Meldesystem, haben sich ja mehrfach und ununterbrochen und dauernd geändert. Und die sagen überhaupt nichts darüber aus, wie schwer krank wer ist, ob überhaupt jemand krank ist. Und wenn man dann genau sieht und am Bundesministerium Dashboard die Kranken sucht, dann sehen Sie eine sehr dünne Linie ganz unten, unterhalb dieser Welle. Und dann noch einmal weniger Menschen, die eben so schwer erkranken, dass sie auf die Intensivstation kommen. Herr Sprenger, ist es dem Publikum, ist es zumutbar, dass man hier eine etwas wissenschaftlichere Darstellung gäbe mit Bezugsgrößen, die auch wirklich handfester sind? Oder ist es etwas, wo man sich in ein Territorium wagt, das wahrscheinlich nicht ankommt? Also wir haben ja das Dashboard, so wie es sich präsentiert hat, mit diesen positiv getesteten Fällen, die ja lange als Erkrankte bezeichnet wurden, was natürlich vollkommen falsch ist, von Anfang an kritisiert. Ich finde dieses Dashboard überhaupt nicht tauglich in der Risikokommunikation. Ich glaube, es ist überhaupt immer sehr bedenklich, wenn man ein Gesundheitsrisiko dermaßen viel Aufmerksamkeit widmet mit Dashboards und Fernsehsendungen quasi, werden ja beschallt mit einem Risiko und noch dazu teilweise mit falschen statistischen Darstellungen. Ich glaube, es ist sehr schwierig, aber wir haben in Österreich 15 Kriterien, die auch offiziell beim Gesundheitsministerium nachzuschauen sind für gute Gesundheitskommunikation. Man muss sich diese 15 Kriterien anschauen, man müsste sich daran halten, dann hätten wir eine deutlich bessere Kommunikation. Ja. Jetzt kriegen wir am Abend zum Beispiel in den Nachrichten des ORF und anderer Medien, sehen wir also diese Kurven, die Frau Abfalter ja schon angesprochen hat, die gehen in die Höhe. Und dann ist man natürlich besorgt, ist das schon eine Gefahr, dass sich da wieder so ein exponentieller Anstieg ergibt? Müssen wir uns also da tatsächlich fürchten oder sollen wir das gelassen zur Kenntnis nehmen? Frau Abfalter, was sagen Sie dazu? Gelassen ist die Frage. Ja, ich nehme es mit größter Gelassenheit zur Kenntnis. Aber Sie sind ja Expertin. Ja, so ist es. Und ich drehe auch den Fernseher nicht mehr auf Benachrichtigungen. Zum Teil war es auch im März und April so, dass wenn ich nach Hause gekommen bin vom Krankenhaus, so quasi ich nicht gewusst habe, wo die falsche Welt ist, das, was ich in den Medien sehe oder was 12 Stunden am Tag mein Berufsleben praktisch bedeutet hat, weil diese beiden Dinge völlig auseinandergegangen sind. Nein, ich nehme es gelassen. Ich würde dringend mir wünschen, also dass wir wieder dahin kommen, also diese Infektion als eine zu behandeln und zu betrachten, wie alle anderen auch, weil eben dieser erste Frühlingsreflex, dass das etwas ganz Gefährliches ist, mit einer möglichen Sterblichkeit von 10% einfach aus heutiger Sicht nicht gegeben ist. Es ist auch vorbei. Dieser Erreger wird aber nicht weggehen. Er wird differenzialdiagnostisch zu beachten sein. Wir Ärzte wissen das, wir sehen das auch und wir werden darauf achten. Und dann würde ich es mal wieder gut sein lassen. Ja, naja, Sie haben etwas hier angerissen, was, glaube ich, doch viele Leute bewegt, nämlich die Frage der Sterblichkeit, der Letalität und diese 5-10%, die man immer diskutiert hat. Wie ist das tatsächlich, wenn man also die Daten genauer analysiert und wirklich anschaut? Da waren ja, glaube ich, sehr, sehr hohe Befürchtungen, insbesondere im Frühjahr. Und es sind also ganze Szenarien gemalt worden, in welche schreckliche Zukunft wir möglicherweise hineingehen. Herr Sprenger, wie schaut das tatsächlich aus mit den Sterblichkeitsberechnungen in Österreich und in unseren Nachbarländern? Ich glaube, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist ganz wichtig. Also wenn man die Sterblichkeit ausdrückt und berechnet, dann muss man
Länder mit vergleichen, die vom Standard her mit auch vergleichbar sind. Also wir dürfen uns nicht mit Brasilien und Indien vergleichen. Oder jetzt kurzem war sogar Jemen plötzlich eine Vergleichsreferenz für Österreich. Also die Infektionssterblichkeit für Länder wie Österreich, Deutschland oder der Schweiz, die dürfte sich so einpendeln zwischen 0,2 und 0,4%. Aber ich glaube, ganz wichtig ist die Botschaft, unter 19-Jährige sind von SARS-CoV-2, also von diesem neuen Coronavirus, weniger bedroht als von anderen Erkältungsviren. 20- bis 50-Jährige sind ungefähr gleich bedroht. Wenn sie gesund sind, geht es sogar rauf bis 65. Und dann steigt die Bedrohung wirklich deutlich an. Also dann quasi ist SARS-CoV-2, das neue Coronavirus, deutlich bedrohlicher für hochbetagte Menschen, multimorbide Menschen, Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen, von denen also mehr als die Hälfte der Sterbefälle in der EU waren Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen. Für die ist es wirklich bedrohlich. Aber wenn ich jetzt sage, in den Medien wird ja mitgeteilt, dass das Infektionsalter, das Alter der infizierten Personen nach unten gegangen ist. Ist das in diesem Zusammenhang von Bedeutung? Es sind also nicht mehr die ganz Alten oder die Alten, die da primär infiziert sind, sondern jetzt eher mehr die jüngeren Personen. Ist das auf soziale Umstände zurückzuführen? Ist das etwas, wo das Virus sich geändert hat? Weiß man da etwas? Also, wenn ich das noch kurz beantworten darf. Also, ich glaube, ich würde mir sowieso viel mehr Transparenz in den Daten wünschen. Also, wir müssen die Parameter, die wir da präsentieren, nicht immer so stückhaft, sondern wir könnten sie wirklich transparent sichtbar machen, so wie es auch andere Länder tun. Wer liegt da eigentlich im Krankenhaus? Wie hat sich der Altersdurchschnitt verändert? Die Grunderkrankungen, ganz viele Parameter könnten wir sozusagen sachlich und korrekt präsentieren. Das tun wir aus irgendeinem Grund nicht. Das würde aber sehr zur Deeskalation beitragen. Ja, der Tod als Endpunkt dieser Erkrankung ist ja tatsächlich eine Bedrohung. Und da ergibt sich die Frage für mich, ist eine vermehrte Sterblichkeit, eine Übersterblichkeit in den letzten Jahren, etwa verglichen mit dem 18er, dem 19er Jahr nachgewiesen? Und ist da ein Bezug zu Corona tatsächlich etablierbar, sicherbar, Frau Abfalter? Haben Sie da Daten zufällig? Ja, da gibt es eine sehr schöne Website, wo man die europäischen Länder im Hinblick auf eine Über- oder Untersterblichkeit monitiert. Seit vielen Jahren macht hier auch Österreich mit. Und für die letzte Saison, also oder das Jahr 2020, haben wir eine Untersterblichkeit in Österreich beobachten können. Wobei hier natürlich die Gründe, woran jemand stirbt, nicht im Detail auseinandergehalten werden. Aber man sieht einfach immer in den Wintermonaten, und da geht man eben auch von den Atemwegsinfekterregern aus, meistens ein leichtes Hügelchen, wenn man so möchte. Und das ist heuer völlig ausgeblieben. Also in Österreich gibt es bis jetzt keinen Hinweis auf nur irgendeine Ausschwenkung in Richtung Übersterblichkeit. Oder liegt das daran, dass viele Erkrankte einfach nicht erfasst wurden oder sich nicht getraut haben, ärztliche Information, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen? Naja, das glaube ich auch, dass das rein aus der Beobachtung aus dem eigenen Krankenhaus heraus geschehen ist, aber nichtsdestotrotz sind ja die Sterbezahlen in Österreich und die werden ja dorthin gemeldet, relevant und nicht, ob jetzt gerade heuer weniger oder mehr Menschen ins Krankenhaus gegangen sind. Ja. Also das denke ich schon, dass das eine belastbare Datenquelle ist. Ja, ich darf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wie immer einladen, dass Sie wie jede Woche bereits vor der Sendung sehr umfangreiche Informationen zum Thema unter der Internetadresse oe1.orf.at nachlesen können. Und natürlich können Sie, und ich möchte Sie besonders herzlich einladen zum heutigen Thema, wie üblich rund um die Sendung bei uns anrufen. Unsere Telefonnummer unverändert 0800 22 69 79, kostenfrei aus ganz Österreich. Ich darf es wiederholen, unser heutiges Thema ist natürlich Covid-19. Nun gehen wir einen Schritt weiter. Österreich ist ja ganz gut durch das Frühjahr gekommen. Wir haben relativ wenig Todesfälle gehabt. Ist damals richtig oder gezielt richtig oder rein zufällig die Aktion gewesen, die ja doch von allen Wissenschaftlern, Medizinern, aber auch von den politischen Parteien getragen worden ist? Herr Sprenger, war das eine vernünftige Vorgehensweise? Naja, also in Bezug auf den direkten Schaden durch Covid-19, glaube ich, haben wir vieles richtig gemacht. Das sieht man ja an den Sterbezahlen. Aber ich glaube,
In einer Pandemie geht es ja auch immer um eine Gesamtbilanz und das ist eben auch meine Perspektive als Gesundheitswissenschaftler. Man muss natürlich auch immer auf die anderen Erkrankungen schauen. Wir haben ja Hunderttausende von Menschen in Österreich, die an chronischen Erkrankungen leiden. Es gibt auch noch akute Geschehen, die zu versorgen sind. Und da kam es, und das ist evident, dazu haben wir ja auch wirklich jetzt schon einige Studien auch aus Österreich, es kam zur Unter- und Fehlversorgung, also nicht nur bei den Herzinfarkten, sondern auch im Bereich der Onkologie. Und dann muss man natürlich auch immer bedenken, dass auch die Maßnahmen, die gesetzt werden, um ein Gesundheitsrisiko zu minimieren, Nebenwirkungen haben. Also wenn ich Leute in Kurzarbeit schicke oder Leute arbeitslos werden, Arbeitslosigkeit ist ein wirkliches Krankheitsrisiko und verdoppelt sogar das Sterberisiko. Wenn ich Interventionen im Bildungsbereich setze, hat das Nebenwirkungen auf ganz viele Bereiche der Gesellschaft. Ja, Frau Apfel hat diese Kollateralschäden, wenn man die so bezeichnen darf, die Herr Sprenger gerade angerissen hat, sind die vertretbar oder vertretbar gewesen im Hinblick auf das Ziel des großen Ganzen, nämlich einer Prävention, einer Vorsorge? Wenn Sie mich so fragen, dann sage ich nein. Die Schwierigkeit ist einfach, dass wir nie diese anderen Dinge in ähnlicher Weise aufgelistet bekommen haben und auch bis heute nicht aufgelistet haben, sodass wir sie vergleichen können. Ich kann mich erinnern, dass allein schon, wenn man das Wort Grippe in den Mund genommen hat, um hier Vergleiche anzustellen zu SARS-CoV-2, ist man schon diskriminiert gewesen. Das ist auch der Grund, warum ich die letzten 6 Monate mich in den öffentlichen Medien sehr zurückgehalten habe. Mhm. Es waren ja praktisch die Grundregeln meines beruflichen Handelns seit 25 Jahren außer Kraft gesetzt. Wir kommen auf das Stichwort Influenza-Grippe noch zu sprechen. Vielleicht darf ich ganz kurz verharren zu dem, was in den Medien ja sehr diskutiert wird, nämlich das sogenannte Modell Schweden. Ist Schweden tatsächlich ein Modell gewesen, wie man da umgeht mit der Erkrankung? Hier war ja der Fachwissenschaftler der Führende und nicht die Politik. Wäre es also für Österreich ein Weg gewesen, dass man hier sagt, wir machen das anders und lassen den Ärzten den Vortritt und letztlich auch die Entscheidungsgewalt. Herr Sprenger, war das ein gescheiter Weg? Also ich habe, glaube ich, schon mehrmals gesagt und ich habe das von einem guten Journalistenspruch übernommen, eine Pandemie ist kein Ländermatch. Ich glaube, es gibt kein Land in Europa, das alles richtig gemacht hat und es gibt kein Land in Europa, das alles falsch gemacht hat. Es wurden zum Teil sehr unterschiedliche Strategien gewählt. Ich glaube, das hat aber auch mit der Geschichte der Länder und auch den Wertesystemen in Ländern zu tun. Also auf Schweden angesprochen gibt es einen relativ aktuellen Health Policy Analyse. Und dort werden sozusagen die wesentlichen Merkmale des schwedischen Wegs noch einmal präzisiert. Und also der schwedische Weg ist wirklich wissensbasiert. Also die versuchen wirklich evidenzbasiert zu handeln. Es gibt eine enge Partnerschaft zwischen Regierung und Bevölkerung. Ich glaube, das ist ganz wichtig in Schweden. Die haben da ein hohes Vertrauen. Und die Bevölkerung setzen Dinge freiwillig um. Also da gibt es wenig Strafen. Und was natürlich der größte Fehler war, dass sie am Beginn der Pandemie, wo sie schon relativ viel Infektionsgeschehen hatten, sie sind relativ stark hineingestartet, einfach die Risikogruppen nicht adäquat schützen konnten. Ja, Frau Apfalter, tausende Tote, insbesondere in den älteren Jahresrängen, Vernachlässigung sozusagen der Obsorge in den Altenheimen, das hat sich Österreich erspart. War es das wert? Fragezeichen. Naja, Österreich hat sich es unter anderem auch erspart, weil die Altenheime völlig anders ausgestaltet sind, wie eben zum Beispiel in Schweden oder auch in anderen Ländern. Ich denke, dass auch wir hier unsere Hausübungen noch zu tun haben. Es ist nicht so, also dass man hier nicht sehen könnte oder etwas auch lernen könnte, wie man unsere vulnerablen Mitbürger, nämlich ohne sie zu bevormunden, noch besser schützen kann. Da braucht man auch Ressourcen in dieser Ecke. Aber es hat natürlich auch sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun, eigener Risikobereitschaft und vor allem keine soziale Ausgrenzung. Also ich kann Ihnen sagen, dass auch in meiner eigenen Familie wenn wir hier diese Gespräche führen, sehr wohl hier eigenverantwortlich entschieden werden wollte, ob man Kontakt und Besuch von Enkelkindern bekommt oder völlig abgeschottet ist, wenn man 85 oder 86 Jahre alt ist. Mhm. Also ich denke, diese Dinge hat man irgendwie tatsächlich außer Acht gelassen. Also ich kann es auch für mich selber beantworten. Ich würde das gerne selber entscheiden, wenn ihr mal hochbetagt, ja, möglicherweise in einem Alten- oder Pflegeheim. Ja. Ja. Das angestrebte Ziel dort der Herdenimmunität durch diesen anderen Weg ist aber, Herr Sprenger, nicht erreicht worden, oder?
Aber das war auch nie das Ziel in Schweden. Das haben, glaube ich, alle Verantwortlichen dort schon mehrmals betont. Ja, okay. Nun, wir testen ja jetzt in zunehmendem Maße und daher ist es ja klar, dass mehr Infizierte entdeckt werden. Ergibt sich daraus unter Umständen die Empfehlung, dass man die Testintensität ein bisschen zurücknimmt oder mehr fokussiert? Frau Abfalter, was würden Sie meinen? Ja, jedenfalls. Also wir testen viel zu viel. Wir testen außerhalb der Medizin. Wir ziehen Schlüsse, die nicht zulässig sind, aufgrund der Vortestwahrscheinlichkeiten, der Prävalenzen der angewandten Testsysteme. Es werden hier Sicherheiten, die einfach gar nicht vorhanden sind, die auch gar nicht nötig sind, vermittelt. Das Testen isoliert betrachtet ist jedenfalls hier nicht der Schlüssel zum Erfolg. Und diese Parole, dieses Testen, 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 das steht natürlich in den ECDC-Empfehlungen immer drinnen oder auch ganz zu Beginn. Es war nur in einem völlig anderen Kontext gemeint, als es dann eben, wie soll ich sagen, in weiterer Folge entglitten ist. Ich kann das deswegen sagen, weil der Herr Professor Allerberg und ich Mitglieder des Advisory Forums sind und die Diskussion hierzu eigentlich seit einem halben Jahr mitverfolgen. Ja, wir testen zu viel. Ja, Herr Sprenger, Sie unterstreichen das, würde ich annehmen. Testen, testen, testen. Klingt zwar gut, bleibt hängen, ist aber wirklich nicht sachdienlich, oder? Naja, also es braucht einmal eine Teststrategie und man muss sich sozusagen vorher gut überlegen, wen man testet und warum man testet. Ja. Also aktionistisches Testen kann nie gut sein, egal auf was Sie testen. Das heißt, die Vorwürfe, die Sie jetzt immer wieder im Raum sehen und hören, es wird viel zu wenig getestet, es dauert alles wahnsinnig lang, die Organisation klappt nicht, gehen, wenn ich Sie richtig verstehe, beide doch ein bisschen ins Leere, oder? Ja, ich glaube, also da ist die Kollegin Abfalter, die Expertin bei der Frage. Ich möchte jetzt grundsätzlich versuchen zu präzisieren, wo Testen Sinn macht. Ja, also bitte. Ein Test soll dem Arzt helfen, Gesunde von Kranken zu unterscheiden. Da geht's schon mal los. Das bedeutet, wenn heute jemand so krank ist, dass er zum Beispiel auch möglicherweise in ein Krankenhaus kommt und dann hier eine Differentialdiagnose gestellt wird, ambulante erworbene Pneumonie, dann wird getestet und dann wird nur nicht nur auf dieses Virus getestet, sondern auf eine Reihe von anderen Krankheitserregern auch. Das ist natürlich völlig klar und diese Art der Testung liegt in den Händen der Ärzte. Das zweite ist das Contact Tracing, wo eben aus zu Beginn, also jener Februar, war eben die Falldefinition noch halbwegs nachvollziehbar. Man konnte hier gut Contact tracen, wo es einfach dann wichtig ist, dass man rasch ein Testergebnis hat, ein verlässliches, um dann eben die entsprechenden Kontaktpersonen, und da ist definiert, was das, also wer das ist, eben so quasi absondern kann, in Quarantäne schickt. Aber auch das hat sich einfach über die Monate völlig verselbstständigt, weil es kann nicht sein, dass in zum Beispiel in einem Pflegeheim, wo es 200 Bewohner gibt, wenn eine Pflegekraft positiv getestet wird, dass zum Beispiel 600 Folgetestungen im Sinne eines Contact Tracings nach sich zieht. Das ist ja dann alles andere, aber kein Contact Tracing. Ja. Also es ist in jeder Richtung, ufert es einfach aus und oder wenn wir St. Wolfgang hernehmen, wo dann anschließend Teststraßen eingerichtet wurden, wo dann jeder Bürger, der besorgt ist, sich dort testen lassen kann, dann meine ich, ist das einfach zu viel und auch nicht notwendig. Es vergeudet Ressourcen, es macht Unmut, es überfordert auch die Behörden, es überfordert das Rote Kreuz. Ja, ja. Bin ich richtig, wenn ich sage, jeder positiv Getestete, also Infizierte ist ja nicht notwendigerweise infektiös, oder ist das nicht korrekt in der Formulierung? Genau so ist es. Ja, genau. Und so da, glaube ich, wird zu wenig Rücksicht drauf genommen, Herr Sprenger. Ja. Also ich würde da noch einen Aspekt dazu bringen. Sie haben natürlich vollkommen recht, das hat man viel zu lange vernachlässigt, auch in der öffentlichen Kommunikation. Ein positiver PCR-Test bedeutet nicht, dass jemand erkrankt ist oder infektiös ist. Ja. Und wenn Sie jetzt mit positiven Tests und Absonderungsbescheide, sozusagen auch jetzt im Pflegebereich oder im Krankenversorgungsbereich,
ganze Pflegeheime oder Altenheime stilllegen, weil das Personal in Quarantäne geschickt wird. Oder also sie müssen immer bedenken, was auch die Nebeneffekte einer solchen Art der Testung sind. Also und dann damit schlittern wir aber dann wieder in etwas hinein, dass man natürlich auch andere Dinge wieder unterversorgt. Ja, und da kriegt dann ich wieder sozusagen ein Problem. Also wenn man, ja, ja. Weil ja auch die anderen ein Recht haben, gut versorgt zu werden. Ja. Genau.